domradio.de Christliche Nachrichten. Herzlich willkommen. Nach der Veröffentlichung des neuen Gutachtens zu Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln hat der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki weitere Aufklärung durch eine unabhängige Kommission angekündigt. Ziel sei es, zusammen mit der nordrhein-westfälischen Landesregierung und den anderen Diözesen in Nordrhein-Westfalen diese unabhängige Kommission zu errichten, so Wölki in der ARD. Die Kölner Strafrechtsanwälte Björn Gerke und Kerstin Stirner hatten an diesem Donnerstag ihr Rechtsgutachten zum Umgang mit Missbrauchsfällen im Erzbistum Köln zwischen 1975 und 2018 vorgestellt. Wir sind auf ein System gestoßen, was Vertuschung begünstigt hat. Wir haben eine katastrophale Aktenlage vorgefunden. Erschreckende Rechtsunkenntnis. Als Konsequenz aus den Ergebnissen kündigte der ehemalige Generalvikar im Erzbistum Köln und der heutige Hamburger Erzbischof Stefan Heese seinen Amtsverzicht an. Ich habe mich nie an Vertuschung beteiligt. Ich bin dennoch bereit, meinen Teil der Verantwortung für das Versagen des Systems zu tragen. Um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abzuwenden, biete ich Papst Franziskus meinen Amtsverzicht an und bitte ihn um die sofortige Entbindung von meinen Aufgaben. Pflichtverstöße fanden die Gutachter unter anderem bei den ehemaligen Kölner Erzbischöfen Josef Kardinal Höffner und Joachim Kardinal Meißner sowie bei Weihbischof Dominikus Schwaderlapp in seiner Zeit als Generalvikar. Kardinal Wölki suspendierte Weihbischof Schwaderlapp und den Kölner Offizial Günther Assenmacher, der ebenfalls durch das Gutachten belastet wird. Der ehemalige Kölner Generalvikar Norbert Feldhoff, dem die Gutachter Pflichtverletzungen in 13 Fällen attestieren, kündigte an, sich aus dem Priesterrat des Erzbistums zurückzuziehen. Ich frage mich jetzt im Moment, ob ich diesem moralischen Anspruch Genüge getan habe oder ob ich auch da nachdenken muss, was ich ändere bei mir. Und deswegen habe ich heute Morgen Kardinal Wölki gebeten, dass er mich vorläufig bis zur Prüfung dieser Vorwürfe oder besser gesagt bis zur Bewertung dieser Schuld von meinen Aufgaben als Weihbischof freistellt und beurlaubt. Nach der Veröffentlichung des Missbrauchsgutachtens im Erzbistum Köln hat jetzt auch der ehemalige Leiter der Hauptabteilung Seelsorgepersonal, der Kölner Weihbischof Ansgar Puff, Konsequenzen gezogen. Er bat damit den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki, ihn vorläufig bis zur Klärung der Umstände zu beurlauben. Der Kardinal entsprach dieser Bitte, Weihbischof Ansgar Puff. Es geht um die Studie, die gestern veröffentlicht worden ist von der Kanzlei Gierke Wollschläger. Da geht es ja um die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs. Ich bin da drin genannt, zwar nicht mit Namen, aber ich war ein Jahr in der Personalabteilung verantwortlich und habe in der Zeit, wie das jetzt festgestellt wurde, eine Pflichtverletzung im Bereich der Aufklärungspflichten begangen. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder gesagt, wenn ich so mein Gewissen erforscht habe, ich meine, ich hätte damals keine Fehler gemacht, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass es eine externe Untersuchung braucht, um deutlich zu machen, vielleicht sind doch Fehler passiert. Ich bin für diese externe Untersuchung auch dankbar und jetzt ist ein Fehler von mir ans Licht gekommen. Das tut mir unendlich leid. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe damals auch aus juristischem Nichtwissen oder zu wenig Wissen gehandelt. Das tut mir leid und das ist jetzt der Grund, warum ich den Kardinal gebeten habe, bis das bewertet werden kann, meine Aufgaben erstmal ruhen lassen zu können. Nach der Veröffentlichung des Gerke-Gutachtens im Erzbistum Köln hat sich der Betroffenenbeirat zufrieden gezeigt. Er wurde 2018 gegründet, um das Erzbistum bei der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt und Prävention zu unterstützen. Vom Beirat Peter Bringmann-Henselder. Also mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich fand das Gutachten genau so, wie ich es auch vermutet habe oder wie ich mein inneres Bauchgefühl hatte. Es wurden Namen genannt, was ich hervorragend fand, weil diese Vertuschungsaktion und so weiter, die hier im Erzbistum stattgefunden haben, das musste so sein. Und was für mich noch aufregender war, war die Reaktion vom Kardinal, wie er auf einmal anfing und sagt, die und die Herrschaften werden vom Dienst suspendiert. Domradio.de, christliche Nachrichten.